möchte euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und zwar habe ich das große Glück gehabt, dass sich in meiner Kindheit nicht wirklich wer um mich gekümmert hat. Ein Applaus für die Monika. Hallo. Also ich bin sehr, sehr aufgeregt. Hallo an alle jetzt. Es ist meine erste Rede vor so vielen Menschen. Danke, das kann ich brauchen. Und zwar ist Folgendes. Ich möchte euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und zwar habe ich das große Glück gehabt, dass sich in meiner Kindheit nicht wirklich wer um mich gekümmert hat. Und ich wirklich so ganz einfach durch das Leben durchgeschwommen bin und die Lehrer mich nicht so, mir so viel Müll in den Kopf gegeben haben, weil ich einfach mit mir selber beschäftigt war. Auf der anderen Seite war es wieder sehr traurig, weil ich eigentlich meine ganze Kindheit alleine verbracht habe, meine Eltern nie viel Zeit für mich gehabt haben und ja. Wie ich dann 18 war, bin ich schwanger geworden und das war das größte Erlebnis eigentlich bisher in meinem Leben, was ich, wo ich sage, wow, gigantisch. Und diese Situation, was wir jetzt haben, ist das gleiche, wie ich erlebt habe, wie ich mein Kind gekriegt habe. Und zwar, es war total spannend. Ich habe furchtbare Angst gehabt und es hat lang gedauert. Und ich war launig und es war aber trotzdem dann wunderschön. Und genauso ist die Situation jetzt so, würde ich vergleichen, das, was da jetzt passiert. Und ja, wie ich das erste Mal gehört habe, also ich recherchiere jetzt ungefähr seit einem halben Jahr sehr, sehr intensiv in allen Bereichen, im Internet, im YouTube und überall. Und wie ich erfahren habe, dass die Baupläne vom Quantenenergiegenerator frei zum Runterladen sind, ich habe die noch gar nicht schlafen können. Ich bin in der Wohnung herumgekopft und habe gesagt, okay, jetzt geht's los. Gell? Und wichtig ist, sich wirklich voll immer wieder zu informieren und nicht nur eine Quelle. Also wirklich mehrere Quellen anzuschauen und redet mit Leuten und auch wenn die noch nicht offen sind, also das passiert mir jeden Tag, weil ich rede mit jedem Tag mit irgendwelchen fremden Leuten in der Bank, auf der Straße, überall. Und also dieser Plan B, wer es noch nicht weiß, also ich habe da meine ganzen wichtigen Adressen, die wir jetzt brauchen, habe die Schirmherrschaft. Und also Plan B von Andreas Bock, Wissensmanufaktur, ganz eine tolle Adresse und wirklich sehr informativ. Es gibt auch Tauschringe schon, wo man wirklich kein Geld braucht und das ist auch sehr interessant. Was man in letzter Zeit immer wieder, ich erforsche selber mit verschiedenen Sachen, also MMS, ich weiß nicht, ob ich das schon was sagt, MMS und Strophantin, die schwarze Salbe gegen Krebs, also Hautkrebs und Brustkrebs. Ich habe jetzt, wenn ich Zeit habe, gehe ich ein, zwei Mal oder dreimal in der Woche in ein Spital, rede mit Patienten und auch mit Ärzten. Und das letzte Mal habe ich ganz einen lieben Arzt erwischt, der war total offen, hat sich das alles aufgeschrieben und hat mir gesagt, er hat es in seinem Studium schon gesucht, wirklich Sachen, die Menschen heilen oder wo sie wieder gesund werden. Ja. Und das war total berührend, wir sind sogar dann die Tränen in die Augen gestanden und wir haben uns verabschiedet und mich bedankt, dass er diesen Weg einschlägt. Ja, und so mache ich das halt, wo ich sage, ich informiere mich selber und ich gehe einfach raus und quatsche alle Leute an. Manchmal sind sie ein bisschen ungut, weil sie es noch nicht verstehen, aber die Großteils sind total lieb und echt super Gespräche. Danke. Jawohl.